So, Josef Boyko und Irresistible Light haben jetzt die Startstelle wieder erreicht. Martin Seidel auf Carrera wartet da, der hat wohl, ich schätze mal beantragt, dass hier als letzter reingeht, so ist es, hat die Außenbox. Irresistible Light wird sofort wieder auf ihren Platz geführt. Und dann kommt Carrera als letztes Pferd heran. Und jetzt sind alle Pferde startklar. Und Boxen auf zum Nanaland Cup des Rima Toto. Es geht auf die Reise. Saphira Dream hatte den besten Start erwischt, übernimmt das Kommando zunächst einmal vor Irresistible Light. Iris ist dann ein drittes Pferd vor Nordic Oak, Sombrero an der Außenseite. Und auch Manushir gleich in der vorderen Gruppe, dahinter Ukas am Schluss des Feldes. Carrera hinter Lucky in the Sky. So geht es in den ersten Bogen hinein und Saphira Dream führt das Feld an vor Irresistible Light. Iris dahinter, außen begleitet von Sombrero. Fünftes Pferd ist Nordic Oak. Sechster dahinter Manushir und dann folgt Ukas vor Carrera und vor Lucky in the Sky am Schluss des Feldes. In der Gegenseite hat sich mittlerweile Irresistible Light an der Spitze durchgesetzt, führt jetzt mit bequem anderthalb Längen vor Saphira Dream. Außen davon galoppiert Sombrero, dann ist es Iris innen mit außen daneben Manushir, dahinter Ukas, Carrera und am Schluss des Feldes ist The Lucky in the Sky auszumachen. Das Tempo nicht allzu hoch, Irresistible Light weiterhin mit dem Kommando, mit knapp zwei Längen jetzt. Dahinter ist Saphira Dream vor Sombrero und jetzt verbessert sehr zügig Lucky in the Sky die Position, rückt am gesamten Feld vorbei und an die Seite von Irresistible Light. Das ist jetzt zweites Pferd, Saphira Dream dritte, vierter ist Sombrero, fünfte dahinter dann Iris, dann folgt der Adlerflug Sohn Manushir und dahinter dann Nordic Oak an der Innenseite vor Ukas und vor Carrera. So geht es in Richtung der Zielgeraden. Vorne das Duo Irresistible Light und Lucky in the Sky. Diese beiden haben das Kommando in Saphira Dream, außen Sombrero und so geht es in die Zielgerade hinein. Irresistible Light und verändert vorne. Die Schimmelstute führt das Feld an. Lucky in the Sky ist der erste Angreifer. Dann innen Saphira Dream versucht es. Sombrero ist außen. Lucky in the Sky geht nach vorne. Lucky in the Sky, jetzt kommt Sombrero und jetzt kommt ganz außen Manushir. Vorne ist Lucky in the Sky. Lucky in the Sky, Sombrero an außen. Manushir wird immer stärker, wird immer zwingender. Vorne aber Lucky in the Sky. Manushir an der Außenseite. Dazwischen Sombrero. Sombrero kämpft es, aber vorne ist es Lucky in the Sky, Manushir, Manushir außen ist vorbei, Manushir, Manushir gewinnt das Rennen vor Lucky in the Sky oder Sombrero, Manushir, ganz eindrucksvoller Sieger dahinter, Sombrero, Lucky in the Sky, dann Nordic Oak, dahinter dann Saphira Dream, Carrera, dann erst Iris, Ukas und schließlich Irresistible Light, aber da haben wir ein richtig gutes Pferd gesehen. Ja, hier sehen wir die letzten Meter nochmal und Manushir, das hat wirklich viel Eindruck gemacht, wie das Pferd beschleunigt hat. Zum Schluss auch vor allem auf diesem Boden hat mir viel Eindruck gemacht. Sah also richtig, richtig gut aus. Die gemeinten Pferde waren zum Schluss vorne, bis auf Iris, die konnte nicht ganz mithalten, aber die anderen vier waren ja auch mit die angesagten Pferde. Und
Und ich bin mal wirklich gespannt jetzt gleich auf den Eindruck auch von Bojan Mosabajew. Der ist jetzt auf der Bahn mit dem Sieger, mit Manuschir. Und Thorsten ist natürlich auch da, wo der Sieger ist. Ivon Völsch hat das Pferd, den Sieger an der Hand. Herzlichen Glückwunsch. Auch da gehört ja auch immer viel Arbeit im jeweiligen Quartier dazu. Und Bojan, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein bisschen gewartet, bis du mit dem Sieger aufgetaucht bist. Ja, ich habe nicht gewartet. Unterwegs immer muss machen. Die wollen nicht selber machen. Und noch Baby. Aber ich gehe.